wenn wir uns hier auf fürstlichen Gelände bewegen. Einen Gossbert wird mir hier eher selten begegnen, außer bei dir, weil eure neue Abfüllung heißt so. Warum heißt sie so? Ja, der Gossbert, das ist ja die Kilian-Saga, sage ich jetzt mal so. Wir haben ja letztes Jahr angefangen mit der Gailana und jetzt sind wir hier beim Ehemann von der Gailana. Damals, das ist der Gossbert, das ist der Frankenherzog. Der ließ sich damals vom Kilian, unserem Namenspatron, christianisieren. Das war ein Heide und er wurde dann zum Christ. Und der hatte die Gailana zur Frau. Die Gailana war aber die Frau seines verstorbenen Bruders. Und als guter Christ funktioniert das natürlich nicht. Also hat er ein Problem gehabt. Da hat ihm also der Kilian gesagt, und nach der Kolonnade der Tottenham, das darfst du nicht. Und so ist diese ganze Geschichte entstanden, dass dann die drei von der Gailana daraufhin, wie der Gospard im Krieg war, enthauptet wurden. Weil die gesagt hat, ja du, ich will meinen Gospard. Ja, und die durfte dann nicht mal seine Frau sein. Und so ist diese ganze Märtyrergeschichte passiert. Ja. Also das ist eben genau der Frankenherzog Gospard. Was hast du dir ausgesucht für Fässer für diesen Whisky? Wir schauen ja immer, dass wir dann was Regionales da zustande bringen, weil das ja eine Geschichte ist. Kilian, gerade bei uns in der Region, Würzburg rüber zu uns, bis Heilbronn runter, Heidelberg rüber. Und da haben wir eben Weißweinfässer, die, sag ich es hier gerade mal, die mit Bacchus Scheurebe belegt waren. Im Endeffekt Seasoning fast, die waren ein halbes Jahr, waren diese Fässer mit Bacchus Scheurebe, also Weißwein, einem süß ausgebauten Weißwein belegt. Der regional hier aus der Region, ganz genau. Und die Fässer, in denen die gelegen waren, ist auch ganz wichtig zu erwähnen, das erklärt auch ein bisschen Farbe und auch mit Aromatik, waren amerikanische Weißeichefässer, 190 Liter von Independent State Company in Kentucky. Ne, gecharrte Fässer. Und so kriegt er auch natürlich seine Farbe und nach ein bisschen was an Vanille noch mit rein. Und die paart sich dann mit dieser süßen, fruchtigen Note vom Weißwein. Und abgefüllt ist er mit 46%. 46%, genau. Und limitiert, nehme ich mal an, weil so viel Fässer wird es ja nicht haben von dem. Genau, 1200 Flaschen haben wir da gemacht. Das ist das Maximum. Ja, okay. Und den gibt es ab sofort gleich im Webshop und kommt auch in den regulären Handel oder ist er nur über den Webshop? Er ist nur bei uns im Webshop vor Ort zu kriegen und wir sind ja dieses Wochenende auf drei Messen unterwegs. Ich habe gestern schon die Info bekommen, der wird wahrscheinlich am Montag weg sein. Also das ist, der läuft gerade sehr gut an. Dann versuchen wir das Video noch am Montag rauszubringen. Ja. Okay, Mario, vielen Dank und viel Erfolg hier noch in Schwetzingen. Vielen Dank, Servus.